Die Länderspielpause ist vorbei und damit ein ganz herzliches Willkommen zur Pressekonferenz vor dem 5. Spieltag. Wir spielen auswärts bei Alemannia Aachen am Sonntagabend um 19.30 Uhr. Ich begrüße neben mir wie immer unseren Cheftrainer Olaf Janssen. Schön, dass du da bist. Ja, hallo zusammen. Und einmal eine Pressekonferenz-Premiere. Florian Engelhardt, schön, dass auch du mit dabei bist heute. Servus. Kurz noch als Info zum Spiel am Sonntag. Wir erwarten ungefähr 200 Viktoria-Fans, die uns mitbegleiten werden an den Aachener Tivoli. Und wir werden, das habt ihr wahrscheinlich diese Woche mitbekommen, wir werden mit Trauerflor spielen. Olaf, Tommy Gürtler, unser Betreuer, unsere gute Seele, die Woche plötzlich von uns gegangen. Ich glaube, das hinterlässt uns alle noch so ein wenig in Schockstarre. Ja, das muss man auf jeden Fall sagen, dass dieser Tag, wo wir es dann erfahren haben, wirklich ein Schock war. Vor allen Dingen auch Tommy natürlich eine riesige Lücke hinterlässt. War ein ganz, ganz besonderer Mensch, ganz, ganz besonderer Betreuer. Ich sage meinen Jungs immer, seid ehrlich zum Spiel, macht es mit Liebe und mit Leidenschaft. Und da mussten wir eigentlich immer nur Tommy anschauen, weil das hat Tommy jeden Tag wirklich vorgelebt. War schon immer da, morgens, egal wie früh ich kam und weil der Letzte gegangen ist. Es tut immer noch weh, auf jeden Fall. Aber eins hinterlässt uns auf jeden Fall mit einem guten Gefühl, wenn wir an Tommy denken, weil er hat wirklich große Spuren in diesem Verein hinterlassen. Hat uns viel gegeben. Das werden wir auch für uns auf jeden Fall behalten. Und eins ist auch klar, Tommy hat bis zur letzten Sekunde seines Lebens das getan, was er am liebsten getan hat, nämlich hier bei uns, bei den Jungs zu sein. Und das bleibt. Und ich glaube, was wir dazu ja auch noch sagen können, ich glaube, Tommy, das hat man ihm schon angemerkt, jetzt auch die letzten Wochen und Tage, der hat sich schon auf das Spiel am Sonntag gefreut, war auch jemand, der ja auch auswärts immer mit in den Block gegangen ist, selbst wenn er dann nicht als Betreuer dann in Funktion war. Trotz alledem, wir müssen zum Sportlichen kommen. Wir machen nochmal so einen kurzen Rückblick. Wir haben eben angesprochen, Länderspielpause. Jetzt habt ihr ein Turnier gehabt in Bonn, ein Benefizturnier. Dann am Freitag letzte Woche noch das Testspiel gegen den Regionalligisten SV Rödinghausen. Wie habt ihr so generell die Länderspielpause genutzt, auch mit den Testspielen dazu? Ja, so die Medaille hat ja zwei Seiten. Die eine Seite ist, dass die Jungs durch die beiden letzten Siege sich zwei zusätzliche freie Tage erspielt haben. Also von daher auch gut regeneriert, gut erholt. Da wir dann eine kurze Woche hatten, letzte Woche, haben wir das eben fürs Spiel genutzt sozusagen. Also dann insgesamt vier Spiele gehabt, in Anführungsstrichen, in diesen zwei Tagen. Also haben die Jungs auch genügend Zeit gehabt, auch wirklich dann wieder intensiv an den Ball zu kommen. Das haben wir gemacht und haben jetzt dann ja auch wieder eine lange Woche vor Aachen, weil wir erst am Sonntag spielen. Und von daher denke ich, sind wir gut vorbereitet. Und Flo, wir hatten vier intensive Spieltage, würde ich sagen, jetzt bisher in dieser Saison. Wie hast du persönlich, du hast ja jedes Spiel gemacht, wie hast du jetzt die Pause auch für dich persönlich mal genutzt? Ich habe viel mit der Familie gemacht, viel mit Freunden, einfach abgeschalten, auch mal auf andere Gedanken kommen. Ich glaube, das ist relativ wichtig. Nach dem Rostock-Spiel habe ich mir so ein bisschen gedacht, eigentlich wär's schön, wenn wir jetzt einfach nächste Woche direkt das nächste Spiel haben und so ein bisschen im Flow bleiben. Aber ich glaube, das tat uns allen auch ganz gut, auch jetzt mit den erspielten freien Tagen, wie der Coach schon gesagt hat, dass wir da alle nochmal einen kleinen Gang runterschalten konnten und jetzt mit ganz viel Energie sozusagen in die Woche von Aachen gestartet sind. Und Olaf, ich glaube, medial kann man ja sagen, überwiegen ja gerade so diese positiven Szenen, die man gerade immer wieder sieht, auch von dem 3-0 gegen Rostock, die Tore, die werden irgendwie immer wieder gezeigt. Wie sieht das eigentlich bei dir aus so in der Trainerarbeit, wenn ihr auch die Vorbereitung auf die Spiele macht? Schaust du oft auch noch auf diese positiven Szenen oder bist du eher jemand, der dann sagt, du guckst auf die Details, die vielleicht noch nicht so ganz perfekt waren? Ja, beides. Also ich würde ja lügen, wenn ich nicht gerne die positiven Szenen anschaue. Wir haben auch schon einige Tore gemacht in der Saison, also von daher sind das ja auch Dinge, die einen bestätigen und einem auch gut tun. Aber ja, also
ich denke oder meine Denke geht dahin, dass ich sage, das Spiel wird nie einer ganz verstehen, das ist einfach zu komplex. Und von daher ja, kann sich jeder vorstellen, dass natürlich dann immer wieder Details da sind, die versuchen mit den Jungs zu erarbeiten, um weitere Schritte zu gehen, denn das wird auch sicherlich in der Saison, die extrem schwer, extrem lang wird, wichtig sein, dass wir immer bereit sind, einen Schritt weiter zu gehen, einen Schritt mehr zu machen als der Gegner. Und dazu gehören natürlich dann auch inhaltliche Dinge. Und Flo, wir haben eben schon mal gesagt, du hast jetzt in dieser Saison hast du jedes Spiel gemacht. Jetzt hast du ja in den letzten 8, 9, 10 Monaten, glaube ich, eine sehr emotionale Zeit hinter dir. Ne? Du hast es geschafft in die erste Mannschaft, hast sehr viele Spiele gemacht. Nimm uns doch nochmal mit, was geht so in deinem Kopf vor? Was ging vielleicht auch in deinem Kopf vor, die letzte Zeit, wo sich für dich einfach vieles verändert hat? Ja, ich glaube, in erster Linie macht's mich stolz und ich bin sehr dankbar, dass ich gegen Regensburg dann letzte Saison mein Debüt feiern konnte und mich seitdem so gut in der ersten Elf und generell in der Mannschaft etablieren konnte. Jetzt klar, mit der Vertragsverlängerung war das natürlich auch nochmal ein Zeichen vom Verein an mich, was von mir gehalten wird oder das auf mich gebaut wird. Das gibt einem natürlich viel, viel Kraft und Energie auch jetzt für die weitere Zeit auf jeden Fall. Und Olaf, du hast eben schon mal gesagt, wir hatten beim Turnier in Bonn hatten wir ja 3 Spiele insgesamt. Ein Gegner davon war Alemannia Aachen, also der nächste Gegner auch. Jetzt ist Aachen zwar ein Aufsteiger, aber wir haben eigentlich jedes Jahr jetzt zuletzt gegen Aachen noch immer gespielt, gerade durch den Pokal. Kannst du noch Sachen aus der letzten Zeit mitnehmen, aus den Spielen gegen Aachen, oder hat sich da komplett alles verändert, seit die aufgestiegen sind? Ich würde es mal so formulieren, bei Aachen hat sich alles komplett geändert, und zwar in dem Moment, als Heiner dort Trainer wurde. Die Art und Weise, wie sie spielen, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt in der Regionalliga ein Spiel verloren hat, also gefühlt auf jeden Fall nicht. Unglaubliche Siegesserie und eben auch einfach diese Art und Weise, wie Aachen Fußball spielt, mit einem extremsten Pressing, hohem Anlaufen, da sind alle 10 Feldspieler mit maximalem Engagement und maximalem Speed unterwegs. Man hat ganz wenig Zeit, fußballerische Lösungen zu finden, und ja, haben so vielen Gegnern es extrem schwer gemacht, auch ja, im Pokal, in Testspielen, auch gegen höherklassige Mannschaften extrem, extrem gut performt. Ja, also ich sage mal, wenn man jetzt die ersten 4 Spiele von Aachen betrachtet, stehen sie mit 4 Punkten aus meiner Sicht völlig unter Wert da. Da waren, ich glaube, gegen Ferl waren sie 80 Minuten in Unterzahl, wo sie noch einen Punkt geholt haben, hätten sie sogar fast noch gewinnen können. Gegen Aue im Heimspiel war ich selber im Stadion. Ich glaube, wenn das Spiel 10-mal stattfindet, heißt 9-mal der Sieger Alemannia Aachen. Und von daher, ja, glaube ich, hat sich eine ganze Menge in Aachen verändert. Wir werden definitiv nicht blauäugig in dieses Spiel reingehen, sondern wir wissen, dass uns dort eine extreme Wucht erwartet. Ein volles Stadion, Fans, die ihre Mannschaft nach vorne peitschen werden, eine Mannschaft, die hoch motiviert ist und wieder 3 Punkte holen wollen. Und von daher, ja, mega, mega Herausforderung für uns, definitiv. Und ja, je größer die Herausforderung ist, je mehr Zuschauer im Stadion sind, je mehr freuen wir uns natürlich auch auf dieses Spiel. Und du hast gesagt, es ist nicht ganz so weit weg. Wir spielen in einem Landesverband, und von daher ist es schon dann am Sonntagabend das letzte Spiel zu bestreiten schon, ja, extrem cool. Und Flo, der Trainer hat jetzt gerade schon mal gesagt, neben dem sportlichen zeichnet Aachen halt einfach auch aus, dass das die starke Kulisse immer wieder ist. Wie gehst du mit sowas um? Ist das was dich beeinflusst, wenn das Stadion voll ist, wenn es laut ist, oder bist du da komplett in deinem Tunnel? Ich würde sagen, natürlich beeinflusst einen das in einer gewissen Hinsicht, aber ich glaube nur positiv. Also ich glaube, jeder hat da Bock drauf. Ich glaube, das ist das, wofür wir alle als kleine Kinder angefangen haben, Fußball zu spielen, in solchen ausverkauften Stadien zu spielen. Und ich glaube, mit der ersten Minute, ehrlich gesagt, bin ich da auf jeden Fall in meinem Tunnel, kriegt man da gar nicht mehr so viel von mit. Aber natürlich
ist das trotzdem geil, Sonntagabend in so einem Stadion zu spielen. Und dann zum Schluss, Olaf, schauen wir wie immer aufs Personal. Wir mussten diese Woche schon vermelden, Enrico Lofolomo wird erstmal ausfallen. Kannst du sonst im Personal noch was sagen? Ja, das stimmt. Lofo fällt aus, aber die positive Nachricht ist, dass es ihm schon relativ gut geht. Also, dass wir wirklich hoffen, dass die Ausfallzeit nicht allzu lange sein wird. Und ansonsten, ja, sind keine weiteren Verletzten dazugekommen, sind wir froh und von daher alles wie gehabt. Sehr gut, und dann können wir mit diesen positiven Worten die Pressekonferenz schließen. Vielen Dank für euer Interesse. Wenn ihr dann auch beim Spiel mit dabei sein wollt, www.viktoria1904.de/auswärts, da findet ihr den Ticketlink und weitere Infos für die Fans, die mitreisen wollen. Ansonsten Magenta Sport ab 19.15 Uhr und das Fußballradio Schelzig ab 19.20 Uhr. Dann vielen Dank für euer Interesse, vielen Dank euch beiden und einen guten Start ins Wochenende. Tschüss zusammen. Ciao, ciao.